Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Ultimate. So, weiter geht's. Wir haben hier, also in der letzten Folge hier angefangen. Ich habe es jetzt offscreen fertig gebaut, hat ein bisschen Zeit gekostet. Aber so im Großen und Ganzen. Oh, da habe ich noch was vergessen. So im Großen und Ganzen gefällt es mir ja dann doch ein bisschen leer hier vorne. Werde ich vielleicht noch ändern. Oder ich mache hier Fenster rein, ich weiß es noch nicht. Oder noch ein paar Posten. Keine Ahnung. Ah, ich habe das Holz unten vergessen. Ah, vielleicht deswegen. So, Wood, 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 Wood. Nee. Ah, haben wir gar keins mehr. Okay. So. Zwei Knöpfe. Man weiß ja nie, wann man sie gebrauchen kann. So. Hier. Ich glaube, das mache ich anders da. Hier auf jeden Fall. An die Seiten. Huch. Da kamen jetzt aber doch ein bisschen viele raus. Da kann man bestimmt sich dann einen oder anderen abgriefen. Oh, 7 Stück zu viel. Nehmen wir mal ein paar raus. Kohle bestimmt auch, oder? Ah ne, Kohle ist noch gut am Auffüllen. Das ist sehr schön. So. Okay, das mache mal weg. Dann mache ich hier dann Cobblestone rein, wenn ich hab. Wenn ich hab, ne? Von dort, wenn ich hab. Und ich brauche unbedingt ein paar Disketten. Hier habe ich zwar noch ein bisschen Kristalle drin, aber das ist dann doch schon ein bisschen nervig, wenn der andauernd hin und her rennen muss. Wird doch jetzt nicht schon wieder dunkel. Oh. Der Tagesrhythmus hier ist so extrem schnell, habe ich das Gefühl. Ich bin ja aber auch schon die ganze Zeit am Bauen gewesen. Da kann das schon mal passieren. Die Turtle hat auch richtig gut abgesahnt. Hier ist sie schon fertig. Und hier habe ich sie dann wieder losgeschickt. Also die obere Etage zu machen. Hier ist dann ausgeleuchtet. Und da war sie auch schon fertig. Vorne ist sie weitergekommen. Okay, hier mal geguckt. Den einen oder anderen Kristall vielleicht. Nein, aber ich könnte ja mal in die Quarry reingucken. Vorhin haben wir nämlich einen drin gehabt. Hier ist nichts Gescheites drin. Nur Koppel, Koppel, Koppel. Ich mach mal. Warte mal. Dann jag ich sie mal in die andere. In die andere Richtung. Einfach mal in diese. Redstone ist mir eigentlich ziemlich schnuppe. Aber so ein bisschen Koppel wäre schon ganz geil. So ein bisschen Kristalle wären schon ganz geil. So. Tunnel. Hoch. 100. Leg mal los. Ich baue mir einfach noch eine zweite. Ich baue mir jetzt eine Armee von Turtles und dann schicke ich die einfach mal los. Weil so mit einer je immer, das dauert mir zu lang. Und die waren ja, glaube ich, gar nicht so teuer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Warte mal hier, das Pulver ist geschmolzen. Ach, guck mal. Hier reinhauen. Das haue ich alles jetzt mal hier rein. So. Eine Turtle. Mining Turtle. Was ist das eigentlich? World's Turtle? Gibt es da Unterschiede? Und gut, ich mache mir die ganz normale Mining Turtle wie die ganze Zeit auch. Das heißt, ich brauche so einen PC, so einen Computer. Der war ja schnell gemacht. Stein, Redstone, Glas. Habe ich noch Stein? 4, das reicht mir nicht. Ich die mal hier durch. Das mache ich wieder zurück. Redstone, Glas. Habe ich drin. Gut. Dann kann ich mir zumindest mal das bauen. Was brauche ich noch? Ich brauche. Ach, scheiße, warte mal. Fuck. Ich habe gar keine Diamanten. Hat sich erledigt. Ich habe gar keine Diamanten mehr. Das ist ja blöd jetzt, ne? So ein bisschen. So ein bisschen blöd ist das schon. Wohin da jetzt? Ja, ist halt so, ne? Kannst du jetzt nichts wirklich dagegen machen? So, die unten meint einfach jetzt ein bisschen. Hier werde ich jetzt
den Boden rausreißen. Das mache ich jetzt einfach mal. Das wollte ich zwar auch offscreen machen, aber das mache ich jetzt einfach jetzt. Das Kabel. Zumindest mal bis hierhin. Ich reiße jetzt den Boden hier, dieses Stück reiße ich jetzt alles einfach ab. Ist die Hand so langsam? Kommt mir gerade so langsam vor, zumindest. Den muss ich zumachen, so schön er auch aussieht. Weil ich habe mir das jetzt so vorgenommen. Weiß gar nicht, ob ich das so schon gesagt hatte. Ich glaube, ich habe es im Stream, habe ich es mal erwähnt. Ich möchte mir für jede Produktionswerkstatt sozusagen, das heißt jetzt hier für diese Generatoren, habe ich mir jetzt ein extra Haus gebaut. So soll das auch zukünftig sein. Ich habe mein Haupthaus, das ist hier. Das habe ich jetzt hier so, das ist da. Da drin schlafe ich, da drin lebe ich. Da mache ich jetzt die Sachen rein für die Portale und vielleicht Verzauberungen und ähnliches, ME-System. Was später sowieso mit jedem Haus verbunden wird. Und dann kommt hier sozusagen, baue ich hier eine kleine Stadt. Vielleicht habe ich das ein bisschen ineffizient gewählt mit dem Haupteingang auf dieser Seite. Vielleicht mache ich den Berg aber auch weg. Und dann baue ich hier einfach eine kleine, aber feine Stadt. Mit jeweilig eigenem, für jedes, also zum Beispiel für die Thermalgeneratoren ein eigenes Haus. Und. Es wird halt schon ein bisschen großflächiger, was nicht unbedingt schlimm ist. Also was eigentlich überhaupt nicht schlimm ist im Endeffekt. Was vielleicht sogar ganz lustig wird oder ganz schön. Weil, wieso auf ein Haus begrenzen, wenn mir ganze Welt offen steht? Ich meine, hier, das Ganze ist kein Server, das heißt. Ich werde zwar öfters mal Probleme haben, vielleicht lädt's ein bisschen, vielleicht lackt's das eine oder andere Mal, aber im Endeffekt ist die Welt komplett auf mich ausgelegt. Ich kann hier diese Chunkloader reinsetzen, um die Gebiete zu haben, aber ich habe hier ein riesiges Gebiet. Ich könnte das ganze Gebiet nutzen und im späteren Verlauf nutze ich dann auch noch hier die Grünflächen hier drüben und sage dann, okay, komm, hier baue ich dann das und das noch hin. Das wird schon richtig, ich denke, das wird richtig cool. Also, ich denke nicht nur, ich weiß auch, dass es richtig cool wird. Das sage ich jetzt mal. Das wird definitiv richtig. Was ist denn jetzt mit dem Ding los? Ich habe es doch eben aufgeladen. So viel zum Thema Okla, ne? Alter. Ist denn los? Es wird doch jetzt keine Probleme machen hier, oder? Ist man. Ach, die ganze Energie ist leer, deswegen. Ach, guck mal, wir können doch jetzt einfach mal so spaßeshalber sagen. Ich meine, da ist ja jetzt wirklich nicht so viel. Zack, 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 Energie drauf auf den Dingern. Da kann das ruhig mal ein bisschen leer gelutscht werden hier. Ist ja immer noch nicht voll. So. Größere Batterien müssen wir uns mal draufhauen, noch auf jeden Fall. Und wir brauchen noch einen stärker, also vielleicht noch den ein oder anderen Generator. Das allerdings auch nie. Jetzt ist besser. Was auch gar kein Problem ist, weil wir haben ja gesehen, der ist doch recht leicht zu bauen. Aber wie gesagt, da will ich dann aber auch sein eigenes Haus dafür bauen. Das heißt, es wird dann als nächstes hinter meinem Haus ein weiteres Haus gebaut oder vielleicht auch rechts neben meinem Haus, wo dann der Generator drauf sitzt. Gut, wir müssen hier halt extrem viel ändern, weil ich habe jetzt ungünstigerweise habe ich mir jetzt halt diesen komischen Quecksand rausgesucht, was jetzt nicht so effizient ist im Endeffekt. Was ich vielleicht jetzt mal gucken möchte. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, noch gar nicht getestet. Ich muss mal ganz kurz in den Mode 1 gehen. Ich will nur mal was gucken.
Nö, ist ganz normal. Ich wollte jetzt bloß mal gucken, ob die, Komm, ich cheate jetzt mal. So. Ich wollte jetzt einfach nur mal gucken, ob das jetzt einen anderen Grasfläche hat. Oh, guck mal. Sehr schön. Hätte mich jetzt interessiert, wenn das nämlich so ein eklig graus gewesen wäre, dann wäre das schon nicht so toll gewesen, sagen wir mal so. Aber hätte ich mir dann was ausgedacht. So, hier mache ich natürlich auch alles weg. Kommt überall erstmal nur Erde hin. Okay, hier kann eigentlich direkt auch der Weg hin. Ist die Frage, was für einen Weg nehme ich? Ich meine, der Marble-Weg ist ja schon ganz geil im Endeffekt. Aber vielleicht gehe ich wirklich zurück und sage, obwohl in meinem Garten, wo ich angefangen hatte zu bauen, hatte ich so ein kleines, so einen schönen Holzweg. So, wo ich Pistons verwendet habe, Holz, Blöcke, also so richtige Holz und dann Planken und. Vielleicht mache ich das da. Das ist doch vielleicht auch gar nicht so schlecht. Oh, böser Ruckler. Hätte auch anders da ausgehen können eben. Also wir holen uns mal die Erde hier raus. Also heute steht die Folge wirklich bloß in Deko. Warte mal. Dirt. So. Heute steht die Folge einfach bloß mal im puren hübsch machen hier. Terraforming, auch genannt. Will jetzt erstmal, dass hier alles grün ist. Weil ich finde ja grün eigentlich schon geil, ne? So, Grünfläche ist doch schon was Cooles. So. Mein PC wieder am Ausrasten ist, weil er was arbeiten muss. Hammer hat. Hammer hat. So. Zack. Auch drin. Aber das muss man halt auch mal machen. Eine Folge einfach nur Terraforming. Dann, das ist schon richtig cool. Also, es gibt doch nichts Besseres, als eine schöne Folge Terraforming zu machen. Und die Welt einfach mal so wie Knete, wisst ihr? Einfach mal so zu erschaffen, wie man das haben möchte. Zack. Gibt durchaus schöne Möglichkeiten zu bauen. Ich habe jetzt keine davon gewählt. Nein, Spaß. Also ich finde schon schön, was ich baue. Also es gibt hässlichere Gebäude. Mein gut, ich bin jetzt nicht so Serverbauer, aber ne? Wisst ihr, was ich meine? So. Guck mal, dann habe ich doch schon mal einen schönen Vorgarten. Der kann dann schön grün werden. Da hinten, das muss weg. Wie gesagt, dann kommt hier. Hier habe ich mich im Übrigen entschieden, hier so Balken reinzumachen. War viel Futzelerwitt, kann ich euch sagen. Viel, viel Futzelerwitt. Das nehme ich raus. Das auch. Nehme jetzt überall mal die Hälfte raus, da nicht. Komm, hier stecken wir es sogar rein. Oh, noch mehr Holz. Ist schon krass, was ich hier an Holz produziere. Ist schon heftig. Was brauchen wir denn jetzt mal so ganz blöd für einen Autospawner? Warte mal, erstmal für ein Safari-Netz. Was brauchen wir für ein Safari-Netz? Und zwar die hier. Ich glaube, Gastträne und Enderperlen. Genau, richtig. Das heißt, wir brauchen Enderperlen. Haben wir gar nicht. Heißt, wir müssen vier Endermänner wieder finden. Was brauchen wir hierfür? Gunpowder, Eisen. Guck mal, die könnten wir uns sogar machen. Gun. Ach so, Plastik. Das mal habe ich sogar. Wie viel brauche ich? Ich brauche zwei. Hallo? Pass mal auf. Zweimal Plastik. Dann brauche ich Glowstone. Da haben wir jetzt auch, wir haben ja ordentlich gesammelt gehabt im Nether. Eisen. Eisen ist wenig dafür, dass ich vorher noch drei Stacks hatte, ne? Ist das schon ein bisschen. So. Die haben wir uns schon mal gemacht. Dann haben wir zumindest mal das. Hier ist kein Eisen drin, ne? Aber hier, ne?
Hier ist Eisen. 42 Stück ist zwar nicht so viel, aber. So. Ach, jetzt machst du aber. Okay. Er hat immer mehr in dieser Kiste. Ich gehe mal runter zur Turtle. Einmal leer machen und einmal rausholen. Hochholen. Oder umsetzen? Ich weiß nicht. Setze ich sie gleich um? Bin mir gar nicht so sicher. So, du kämpfst dich noch in die Richtung, sehe ich gerade. Oh. Ein Loch. Muss der Rats hinterher. Ich bin zu spät. Nee, hä? Hatte ich so wenig Zeug zusammen. Oh, das ist doch scheiße. Da bin ich doch schneller mit meiner eigenen Hand durch und sammle da Zeug auf. Was für eine Höhe bin ich denn? Ich bin Höhe 12. Ich lass mal in die Richtung graben. Vielleicht ist da besser. So, buddel dich mal in die Richtung. Bei Cobblestone brauche ich nicht so viel. Da kriege ich später zu es noch Massen. Da kriege ich noch mehr, viel mehr als genug. Hier will ich auch noch ein Haus drauf bauen. So ein Minenschachteingang, sowas in die Richtung. So, das können wir eigentlich direkt hier reinwerfen. Ich habe nicht mal Rohstoffe. Lead-Ore, Silver-Ore. Was will ich denn damit? Silber-Ore kann ich mal da reinschmeißen. Hier, immer noch nicht voll. So, okay. Und safe. Okay. Advance. Okay. Okay, cool. Dann hätten wir das. Das haben wir auch. Hier brauche ich ein bisschen mehr Licht. Oh, wisst ihr was? Sie. Monster spawnen. Können ja mal gucken, ob wir vielleicht einen Enderman. Hallo. Hallo, komm zu mich. Hab mich lieb. Möchtest du mir die Fresse polieren? Ja, möchtest du das? Haha. Komm rein. Komm. Bist du ein Neuer oder bist du. Nee, du bist noch meiner. Komm runter. Eine Enderperle und ein Shard. Ein Shard. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, konnte man aus Eisen nicht Enderperlen. Nee, aus Enderperlen konnte man Eisen machen. Und das so. Der fällt mir ein. Wir könnten uns ein. Ne. Wie ist das Ding? Scrap? Nee, nicht Scrap. Oh, wie hieß denn das? Sludge-Boiler. Der ist doch nicht schwer zu machen. Und der ist ja voll einfach. Furnace. Der ist doch voll einfach zu machen. Wir könnten uns einen Sludge-Boiler machen. Und den da dranhängen. Und dann so ein Scheißhäuschen machen oder sowas. Für Clay. Ach, guck mal. Jetzt auf einmal sind die Monster wieder auf meiner Karte. Ich verstehe es halt nicht. Manchmal ist es drauf, manchmal nicht. Hier noch ein Enderbagger. Stirb. Ein Endermännchen. Die sind aber auch so selten in Zwischenzeit, ne? Ist voll merkwürdig. Ach so, ich kann ja noch gar nicht schießen. Oh, apropos schießen. Railgun. Bei mir jetzt. Ich meine, es kommt uns ja zugute. Ne? Es kommt uns ja zugute. So, was brauchen wir denn für die Railgun? Railgun brauchen wir dieses HV-Arschloch da, Zeug da. HV. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine Enderperle, wir brauchen Rings, Glowstone und Glas. Rings sind da keine drin? Hä? Habe ich keine mehr? Ja, schockt mich jetzt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, Glas brauchen wir. Wir haben Enderperle haben wir ja schon einstecken. Ja, jetzt brauchen wir nur noch zwei von denen. Da brauchen wir jetzt Gold.
Bin ich blöd. Zack. Und wir brauchen Redstone. Wir haben 69 mal Blaze Powder? Wieso das denn? Wo haben wir denn 69 mal Blaze Powder her? Das verstehe ich nicht. Wie geht denn das? Och komm, jetzt ernsthaft? Jetzt kriege ich das nicht mehr da rein. So. Das haben wir. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Servos, kann das sein? Habe ich jetzt Servos richtig gesehen? Nee, die Scheißdinger, okay. Gold. Redstone. Zack. Gott erleid. Ernsthaft? Ach komm. Und Eisen. Ganze Eisen wieder verschwendet. Ernsthaft? Einen noch. Oder wie viel? Doch sechs, ne? Haben wir noch so einen? So. Nee, haben wir natürlich nicht. Ach, herrlich. Ah, wir haben es ja, ne? So, dann machen wir uns die Railgun rein. Dann haben wir zumindest mal eine effiziente Waffe. Zack. So, zack. Super schön. Okay, ich wollte gerade sagen, hä? Funktioniert gar nicht. Und eins. Okay. Vergiss es. Vergiss es. Yay, ich habe eine effiziente Waffe. Ja. So effizient. Wo bist du? Okay, Endervogel. Ich hab dich doch eben in die Lava geschossen. War da noch ein Schaden? Nee. Der ist, ja, so Railgun ist schon, ja, ne? So praktisch ist das schon. Aber wir haben jetzt leider keine Enderperle bekommen. Im Endeffekt, wir brauchen bloß vier Enderperlen. Dann hätten wir die schon mal. Soweit. Das, was ich brauche. Mal in die Wüste gehen? Vielleicht ist in der Wüste mehr Endermänner. Hier ist so eine schöne freie Fläche. Endermänner. Hier ist kein Endermann. Okay. Gut, ich mache mich noch ein bisschen auf die Suche. Vielleicht finde ich noch den einen oder anderen. Weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss. Das ist eine Grasfläche. Tschüss.